Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von LPEV. Ich bin der Lukas, das ist der Ist. oder Philipp. Und wir werden euch heute hauptsächlich das Rigid Body Tech Werkzeug erklären, womit man Kollisionen erzeugen kann und die Gravitation mit einberechnen kann von zum Beispiel Kugeln, die wo runterrollen, was ja normal nicht der Fall ist. So, da fängt jetzt der Philipp an und wird euch eine kleine Bahn bauen. Also wir bauen eine kleine Bahn für Murmeln. Und der Philipp fängt jetzt an, diese Bahn zu bauen. Jo. Also als erstes, um eine runde Bahn zu bauen, erstellt man erstmal ein Helix, welches man dann auf XZ stellt und die Höhe ein bisschen nach oben stellt. So. Jetzt wird noch ein Bogen erzeugt, der hier bei Winkelende auf 180 Grad gestellt wird und dann gleich darauf eine Kopie des Ganzen gemacht wird. Diese Kopie wird dann, sagen wir, 20 Meter kleiner gemacht. Dann wird das Ganze konvertiert und verbunden, beziehungsweise verbinden und löschen. So. Jetzt verbinden wir noch diese zwei Splines unten, indem wir auf das auf den Polygon-Modus wechseln und dann die Punkte verbinden. Dann auf Segmente verbinden. Ups. Und jetzt eigentlich nur noch Splines schließen müssen. Okay, jetzt wird das Ganze in ein Sweep NURBS geschoben. So, was jetzt ein wenig komisch aussieht, aber nachdem wir Banking weggemacht haben, sieht das wieder ganz okay aus. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch drehen. So, ein bisschen nach oben. So, und wenn wir das Ganze ein bisschen kleiner haben wollen, müssen wir nur den Bogen ein bisschen kleiner machen. Ups. So. Jo, dann mache ich mit den Kugeln weiter. Also fangen wir an, wir erstellen eine ganz normale Kugel, ziehen die da hoch, weil sie da oben anfängt. Und ja, erstmal ein bisschen kleiner machen, damit es reinpasst. So. Dann tun wir erstmal die Segmente der Kugel erhöhen, damit die nicht so doof aussieht. Und schieben die Kugel in ein Klonobjekt. So. Jetzt haben wir hier unten das Klonobjekt. Können wir uns hochziehen. Und können das ein bisschen hinlegen, damit die schon halbwegs dort liegen. Schieben das nun auf die Bahn. So passt das. Und jetzt der Hauptteil. Jetzt wenden wir das Rigid Body Tool an. Und zwar einmal auf das Klonobjekt der Kugel und einmal auf den Sweep NURBS. Der Unterschied besteht jetzt darin, wenn wir das aufs Klonobjekt anwenden. Ich mache das mal hier. Also wir machen Rechtsklick auf das Klonobjekt, MoGraph Text und dann auf Rigid Body. Hier sehen wir ein Symbol, was jetzt erschienen ist. Dasselbe machen wir bei dem Sweep NURBS. Und hier erscheint aber ein anderes Symbol. Das Ganze hängt nur damit zusammen, dass bei Sweep NURBS, das ist ein fester Boden, der wird nicht bewegt, sobald die Kugeln drauf rollen. Und das Klonobjekt, die Kugel, das bewegt sich aber. Und wenn ich jetzt Kugeln an diese Helix schießen würde, an diese Bahn, dann würde die Bahn nicht wegfallen. Wenn ich aber Kugeln gegen die Kugeln schießen würde, dann würden die Kugeln wegrollen. So, das ist eigentlich der Hauptteil. Wenn wir jetzt schon mal Play drücken, rollen die schon. Das heißt, wir sind schon relativ weit. So, stellen wir das mal hier unten. Sagen wir auf 1000, damit wir das. Ups, hier. Auf 1000, damit wir das verfolgen können. Und können jetzt zum Beispiel noch einen Boden machen. Dort wieder das normale MoGraph-Tag anwenden.
den Rigid Body Tag, weil der Boden soll ja nicht bewegt werden. So, wenn wir die Kugeln jetzt verfolgen, rollen sie das runter und dort unten rollen sie weiter. So, jetzt könnte man, jetzt hat man hier bei den Rigid Body Einstellungen, hat man diese Sachen, zum Beispiel Elastizität. Das heißt, wenn die Kugel jetzt auf das auf den Boden fällt, von einer gewissen Höhe, dann springt sie wieder nach oben. Da wir das erstmal nicht wollen, stellen wir das runter. Reibung stellen wir ein bisschen höher, weil sonst würde die Kugel fast nie mehr anhalten. Und ja. So, wenn wir es jetzt nochmal rollen lassen, dann wird es wahrscheinlich viel eher auf dem Boden anhalten. So, da es aber Kugeln sind, rollen sie natürlich sehr weit. Erstmal musst du das jetzt sehr weit erhöhen, bis das beim Boden soweit ist. So, jetzt sind wir im Hauptteil fertig mit dem Ganzen. Dann könnt ihr noch Texturen zum Beispiel draufschmeißen und das Ganze ein bisschen kreativ gestalten. So wie ich es zum Beispiel hier gemacht habe. Hier habe ich halt die normale Murmelbahn. Dann hier noch wie so einen kleinen, ich nenne es mal Eimer. Und ihr seht es hier überall das Rigid Body Tag dahinter, damit es auf diesen Teilen überall langläuft. So, das Ganze sieht dann am Ende so aus, dass die langsam da runterrollen und dann da reinfallen und von da aus über diese kleine Schiene in diesen runden Kreis rein. Da ist wahrscheinlich ein bisschen die Elastizität an, dass sie noch ein bisschen springen und das wäre es dann auch schon. Jo. Wir bedanken uns bei unseren 80 Abonnenten, die wir jetzt geschafft haben und hoffen, dass ihr weiterhin schon unseren Kanal abonniert. Und ja, in diesem Sinne, ciao.